den Straßen von L.A. sorgt ein unheimlicher Serienkiller für Angst und Schrecken. Er ist auf der Jagd nach jungen Frauen, die er tötet und skalpiert. Ich sehe dich auch. Scheiße! Ich habe eine Überraschung für dich. Alexandre Ajas Maniac ist das Remake von William Lustigs gleichnamigem Kultfilm aus dem Jahr 1980. Produzent Thomas Langmann sprach mich vor ein paar Jahren an, ob ich ihm helfen wolle, ein Remake von Maniac auf die Beine zu stellen. Ich sagte ihm, dass wir dafür das Okay und die Unterstützung von William Lustig brauchen, der den Originalfilm geschrieben und inszeniert hat. Haare sind der einzige Teil des Körpers, der für immer bleibt. Wovor hast du solche Angst? Herr der Ringe-Star Elijah Wood schlüpft in die Rolle des unscheinbaren Psychopathen, der in der düster eleganten Inszenierung von Regisseur Frank Calhoun seine mörderischen Kreise zieht. Die erste Herausforderung war, New York zu ersetzen. Die nächste Herausforderung beim Schreiben des Drehbuchs war, das gleiche Level an Furcht wie im Original zu erzeugen. Für mich war Frank Calhoun die naheliegende Wahl als Regisseur. Er weiß, wie man Spannung kreiert, aber er ist abgesehen davon auch in der Lage, eine figurenbetonte Geschichte zu erzählen. Uns war es sehr wichtig, ausgehend vom Originalfilm eine völlig neue Sichtweise zu entwickeln und Dinge zu wagen, die man in normalen Filmen nicht sieht. Wir wollten die Geschichte aus einem Blickwinkel betrachten, wie es nur wenige Filme zuvor getan haben, vor allem in diesem Genre. Die Zuschauer sehen und erleben die Welt aus seinen Augen, was in ihm vorgeht und was er sich gezwungen sieht zu tun. Als Zuschauer wird man Teil davon. Und das kann offensichtlich ziemlich verstörend und unangenehm sein. Das ist echt beeindruckend. Gefällt mir. Manchmal finde ich, dass sie stärkere Persönlichkeiten sind als normale Menschen. Ihre Freundin, was sagt ihr zu ihrer Arbeit? Ich habe keine Freundin. Sind Sie niemals einsam, Frank? Deshalb habe ich Sie angerufen. Sie und Anna ergeben das perfekte Paar. It's definitely a horror movie. Maniac ist definitiv ein Horrorfilm, aber ein Horrorfilm mit einer Liebesgeschichte. Es geht nicht nur darum, einfach Frauen zu skalpieren und sie dann loszuwerden. Nein, es ist ein psychologischer Film, der Horror beinhaltet. Man kann nie sicher sein, ob das, was man sieht, real ist. Gleichzeitig ist die Story unglaublich fesselnd. Man weiß nie, was als nächstes passiert. Wenn man ein Maniac ist, ist dein Leben genauso. Sie werden es niemals verstehen. Solange man ein Geheimnis bewahren kann. Wenn ihr das nicht könnt, werdet ihr allein sein. Habt ihr gehört? Es ist die zutiefst erschreckende Reise in die Abgründe der menschlichen Seele. Du bist so schön. Alexandre Ajas Maniac. Ab 27. Dezember im Kino.